Oh mein Gott! Who's that Pokémon? It's no way for you! Hallihallo, meine Damen und Herren! Da bin ich doch schon wieder. Ich habe mich sogar rasiert heute, sieht man das? Ne? Ich habe mich sogar rasiert heute. Und wir sind ein bisschen im Stehen, das heißt, ich kann mich hier so ein bisschen bewegen. Aber nicht zu viel, weil sonst ist der Twitcher, glaube ich, sehr sauer auf mich, ne? Ihr könnt jetzt, ne, gehen wir nochmal zu den Regeln zurück. Ihr könnt jetzt antreten gegen mich und gegen Leute aus der Community. Was, das System ist das folgende. Ich rufe eine Elo aus. Wir starten in Master und arbeiten uns runter nach Iron. Genau, ihr spielt gegeneinander. Jeder darf spielen, was er möchte. Runen, Summoner, was immer ihr möchtet. Nehmt, wo ihr euch am wohlsten fühlt, wo ihr denkt, ihr habt eine gute Chance im 1v1. Und der Gewinner darf dann gegen mich spielen. Und um einen Pot. Das erste Game ist um 100 Euro. Wenn ich gewinne, 200. Wenn ich gewinne, 300 und so weiter. Das heißt, der Pot wird größer und größer bis zum Ende. Und das ist alles. First Blood gewinnt, gegnerischer Turret, 100 CS. Alles ist erlaubt, ne? Fiese Tricks, was immer ihr möchtet. Aurelion Soul abusen. Ihr könnt Ornn spielen und Items craften. Was immer euch persönlich glücklich macht in diesem Monat. Ingame wird geladen. Es ist nicht Iron. Ganz im Gegenteil, es ist Challenger. Kriegt ihr von mir. Zack. Ihr kriegt von mir ein Challenger-Symbol. In der linken Ecke. Warte, wo ist links für euch? Hier. Nein, hier. In der linken Ecke haben wir Olaf Malolapski auf LeBlanc. Und in der rechten Ecke haben wir Sanity auf seinem gefürchteten Warwick. Ein interessantes Battle. Es ist eine AD LeBlanc mit Presti Attack. Also es gibt hier eine sehr, 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 sehr starke Technologie direkt im ersten Game. Olaf Malolapski auf seiner AD LeBlanc gegen einen Warwick. Ne? Warwick natürlich sehr gut gegen Melee Champions. Hat jetzt hier allerdings Pech gehabt, muss man sagen. Hat hier jetzt allerdings Pech gehabt, weil er gegen einen Range Champion ran muss und die Ketten sind sehr, 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 sehr gefährlich, muss man sagen, für Warwick. Also, wir haben hier einen Warwick, der ganz normal für die Tank-Items geht, aber zusätzlich eine Träne hat, weil er mit Early-Mana-Problemen wahrscheinlich rechnet, weil er sehr oft sein Q verwenden wird, um seinen Life-Pool zu resetten. Das ist tatsächlich ein sehr, 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 sehr interessantes 1v1. LeBlanc muss hier sehr viel harassen, sehr viel Druck aufbauen, muss die Ketten gut setzen. Und der Warwick muss einfach überleben und dann einen gröberen Fehler von der LeBlanc finden, wenn sie ihr W ausgeht, wenn sie zu nah rangeht, wenn er Ulti hat und dann kann er Helm gehen. Ne? Hm. Du wirst einfach in einem Artikel neben Kronk erwähnt. Really? Jetzt ist natürlich die Frage, was ist das für ein Artikel? Ist das, die bösen Influencer zerstören unsere Jugend? Falsche Werte? Oh, der Warwick hier, sehr, sehr schön, hat sie vorne gecatcht. Kette ist aber noch drauf, flasht nach, auch flasht raus hier. Und jetzt wird Olaf nachgehen. Boah. Da war actually so gut gespielt, ey. Das bedeutet jetzt, dass er gegen mich dran darf. Und ihr dürft euch, wenn ihr gegen mich spielt, dürft ihr euch immer aussuchen, welchen Champ ihr gerne spielen würdet. Ne? Also sucht euch aus, was euch gefällt. Na, schauen wir mal, was der gute Kollege Malolapski möchte in diesem Game. Ich hoffe, dass es nicht die AD LeBlanc ist, ansonsten habe ich wahrscheinlich ein Problem. So, er wünscht sich Jarvan den Vierten, wünscht er sich. Auf süß schreibt er, was immer das bedeutet. Dieser Jugendjugger. Ich spiele im Stehen hier, mein Jarvan. Let's fucking go. Also, was ist hier am besten in dem Matchup? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, so haben wir die besten Early-Chance. Das direkt für einen Trade reinspielen. Er geht sogar Full Tank. Ja. Das ist tatsächlich effizienter, glaube ich, die eine Clove Armor statt dem Langschwert. Ne? Ich war mir nicht 100% sicher. Das könnte ein langes sein. Ich glaube, wir sind beide sehr tanky. Later. Vielleicht mit Level 6 dann, wobei er Flash halt auch noch hat, ne? Mana ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Problem. Oh, ist rein.
Wenn wir ihn jetzt erwischen, müssen, kriegen wir seinen Flash wahrscheinlich. Er wird einfach rausgehen und seinen hinteren Pömpel nehmen. Scheiße, Mann. Da müssen wir den auch nehmen, weil uns Mana fehlt. Wir haben beide keine Pots mehr. Ich habe noch Exhaust gleich, aber wir müssen es richtig spielen. Ansonsten können wir... Wir müssen seinen Burst halt damit blocken. Ich habe den noch bekommen. Auf jeden Fall. Ich habe mir versucht, keine Sums zu verwenden, ne, um ihn reinzubaiten. Hat leider nicht geklappt. Aber wir haben eine sehr, 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 sehr gute Position jetzt und wir werden gleich hemgehen jetzt. Unser Pömpel, ne, sein Pömpel ist in 7. Scheiße. Jetzt bin ich actually behind. Ich glaube, mein Ignite nicht als Pressure zu verwenden, war ein Riesenfehler in dem Game. Wir wollen die nächste Wave noch reinpushen hier. Aber wir wollen jetzt keinen Fight gegen ihn spielen, sondern wir wollen dann zu unseren Pömpeln hin, da. Hier haben wir ihn. Schleuder. Oh, das war mal ein schweres. Das war mal ein verdammt schweres 1v1. Sehr, sehr gut gespielt von dir. Und das bedeutet 50 Euro für dich. Herzlichen Glückwunsch. Woo! 50 Euro Aldi-Einkaufsgutschein an Mr. Malopski. Ne? Sehr, sehr gut gespielt. Sehr, sehr spannendes 1v1 hier. So, das war also unsere Masterpartie. Ne? Als nächstes geht es an die guten alten Diamond-Spieler ran. Haben wir denn hier ein paar Diamond-Spieler, die aus dem Chat sind, die Lust hätten teilzunehmen? Mit Atomic Irelia. Atomic Irelia. Diamond 1, Irelia OTP, aber in der Master-Promo. Fidget, in der Master-Promo. Sehr wenige Games gespielt. In der Master-Promo. Boah, geht. Alles klar? Alles klar. Die Viewer denken sich, ey, anders können wir nicht gewinnen, ne? Anders können wir nicht gewinnen. Wir müssen den Diamond 1 Smurf-Account reinnehmen. Aber für meine Subs, ne, für I Carry My Lulu, kein Problem. Habe ich ein gutes Grundgefühl. In der linken Ecke, I hate Penguins, alias I Carry My Lulu auf Xin. Und der Viewer Atomic Irelia auf seiner Irelia. Der erste Abtausch, Atomic Irelia verfehlt sein E. Er hat wohl vom Meister gelernt. So, also, wir haben hier Matchup Xin gegen Irelia. Schon mal eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, finde ich, die ich euch mitteilen möchte, ist, wenn ihr 1v1s spielt, achtet immer darauf, dass ihr die Aram Dorans Items kauft. Die sind sehr, 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 sehr goldeffizient und geben euch einen riesigen Vorteil, wenn ihr sie habt und der Gegner nicht. Das Beste von denen ist das Tank-Item, also der Ausbau von Dorans Schild, wobei ich nicht weiß, ob das genervt wurde in dem Patch. Ne? Also der beste Pick wäre höchstwahrscheinlich Renekton gewesen für I Carry My Lulu, aber wir sehen hier gute Pömpel-Control sofort. Und jetzt aber ein sehr guter Stun, man hat die 4 Stacks. I Carry My Lulu tradet gegen einen Autotech auf den Minion, hier mit dem W gearbeitet. Wow, das ist, was ich meine. Das war sehr gefährlich, aber trotzdem hat der Xin den Trade gewonnen. Aber jetzt wird es gleich ganz gefährlich. Wenn er jetzt nicht aufpasst, wenn sie 6 hittet, ne, wenn sie noch einen Stun setzt, wenn sie die Stacks hat, dann kann das ganz schnell vorbei sein, ja? Theoretisch sollte der Xin hier nicht vorne stehen und fighten, sondern er sollte hinten chillen und sich dann wieder auf Farm konzentrieren. Beide sind auch sehr even, wenn es um Farm geht, ne? Also, das könnte ein langes werden. Da können wir ein bisschen noch über unser Leben reden. Oh, da kommt der Stun! I Carry My Lulu geht rein. Wie wird verfehlt? Die Kombo von Irelia ist raus, aber der Xin hat guten Trade-Damage. Wer gewinnt das? Die Irelia. Das war jetzt irgendwie ein bisschen antiklimatisch. Das bedeutet, oh, ich weiß, was mir droht. Bitte, bitte nimm irgendwas anderes, Matt. Don't you do it. Don't you do it. Was darf's denn sein, Atomic Irelia? Was darf's denn sein, bitte? Scheiße. Ich muss jetzt so ein bisschen Strategien probieren. Ey, Atomic Irelia, ne? Kein Druck, aber hier schauen gerade 10.000 Leute zu, ne? Aber mach dir keinen Stress. Mach dir mal ein bisschen Druck im Chat. Hat der gerade 17% in Alter? Okay, warte, jetzt...
Ach, ich würde mich jetzt gerne hinsetzen, ne? Aber... ja, ich bin tot schon, ne? Wie hat er denn das gewonnen? Ist mein Guardians Horn vielleicht gar nicht so gut, wie ich antizipiert hatte? Warum hat er da gewonnen? Stiefel Tempo im Early besser als Conqueror? Hat einen Pot mehr, hat er. Jetzt hab ich praktisch, bin ich an der Wave hier gerade. Wir chillen jetzt erstmal, würde ich sagen. Ich spiele halt ganz ruhig über CS. Über CS ist meine Irelia nämlich Bombe. Das ist meine Stärke auf Irelia. Last Hitten. Wäre mir peinlich, ne, wenn du gerade zuhörst. Oh, als Irelia OTP so eine Ulti zu werfen? Weiß ich ja jetzt nicht, wie ich mich dazu fühlen würde, ne? Und dann auch noch 17 in den Chat geschrieben. Oh, wow, 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 ne? Das wird mir ein bisschen nahe gehen jetzt. Ich wäre da vielleicht ein bisschen unsicher in dem Game. Wird vielleicht ein bisschen schwitzen, ja. Wieso darf er nicht fighten? Weil immer der, der an die Minions ran darf, hat seine Stacks. Und der andere nicht. Yes! Oh mein Gott! Oh, ich habe mit meinem E sein Auto gecancelt. Boah! Alter Schwede! Oh! Oh mein Gott, ich brauche kurz einen Moment. Boah.